Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Beim letzten Mal sind wir hier aus den Verliesen entkommen und haben den Vorposten gegen die Invasion der Dregatar verteidigt und haben uns danach mit der Königin getroffen, beziehungsweise hatten eine Audienz bei ihr. Ich glaube zumindest, dass es die Königin ist, sie sah zumindest so aus. Auf jeden Fall ist sie die Anführerin der Leute, die hier in der Enklave wohnen. Und sie hat uns den Auftrag gegeben, dass wir uns in das Dorf Celadia begeben sollen, um dort dem Händler Markus zu helfen. So, und wir haben jetzt die Mission 3, eskortiere Markus. Und jetzt kommt das erste Mal das ganze Gold ins Spiel, das wir in den letzten beiden Leveln gesammelt haben. Und zwar können wir uns als einen Charakter auswählen und den ausrüsten. Und zwar haben wir einmal den Auswahl zwischen dem Ritter. Die Ritter sind starke Krieger, geachtet und gefürchtet für ihren Mut und ihre Tapferkeit. Ja, mit dem haben wir ja schon die letzten beiden Level bestritten. Dann haben wir jetzt ganz neu die Jägerin. Die Jägerinnen sind agil und sehr geschickt im Umgang mit dem Bogen. Ja, und ich würde sagen, da wir beim letzten Mal den Ritter genommen haben, nehmen wir dieses Mal auch mal die Jägerin und probieren die aus und können jetzt so ein bisschen ausrüsten. So, dort sehen wir haben 300 von 300 Gold. Und das Ganze funktioniert jetzt folgendermaßen, dass wir, na gut, Leichtrüstung können wir jetzt leider nicht nehmen, die kostet 500, so viel Gold haben wir noch nicht. Aber wir können zum Beispiel in den Bogen gehen und dann nehmen wir den Kurzbogen, ein schneller Bogen mit geringer Reichweite und Kraft, für 25 Gold. Und dann sieht man unten, wir haben noch 275 von 300 zur Verfügung. Wir können den Kurzbogen jetzt aber auch wieder wegpacken, dann haben wir wieder 300 von 300 zur Verfügung. Das ist quasi das obere Limit, das wir ausgeben können. Wir können aber auch die Gegenstände wieder zurückgeben und andere Gegenstände nehmen. Es ist also einfach ein Limit, was für Ausrüstung wir mitnehmen können. Und naja, ein Bogen ist schon mal sinnvoll. Munition haben wir jetzt verschiedene Sorten. Wir haben die normalen Pfeile, Feuerpfeile, Granatenpfeile und Distanzpfeile. Da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so sehr aus. Ich habe eher mit den Nahkampfcharakteren gespielt, also wir werden noch mehr Charaktere bekommen. Mit der Jägerin nicht so sehr viel. Wir können auch eine Armbrust mitnehmen, sogar eine Zwergenarmbrust, das ist schon cool. Vielleicht sollten wir lieber Säune mitnehmen statt den Bogen. Sieht auf jeden Fall beeindruckender aus. Was wir brauchen ist ein Dolch, sonst haben wir keine Möglichkeit uns im Nahkampf zu verteidigen. Ja, nehme ich den Bogen jetzt mit oder nehme ich den nicht mit? Das ist die Frage. Also eigentlich wäre es schon mal cool, den Bogen zu sehen anstatt der Armbrust. Deswegen nehmen wir den mal mit. So, Munition. 16 Pfeile sollten erstmal. 60 sollten reichen. Ein paar Bolzen wollen wir natürlich auch noch haben. Dann nehmen wir auch mal 60. Und dann nehmen wir noch. Na, ja, für einen Heiltrank reicht es leider nicht mehr. Dann nehmen wir noch ein paar andere Pfeilsorten mit. Feuerpfeile. Moment, haben wir noch andere Bolzen? Nee, andere Bolzensorten haben wir leider nicht. Granatenpfeile. Ja, nehmen wir mal noch 20 Feuerpfeile mit. Schauen wir mal, was sich damit anfangen lässt. Also Rüstung können wir uns leider nicht leisten. Aber damit sollten wir schon mal ein bisschen was reißen können. Also ich bin mal sehr gespannt, wie sich die Jägerin jetzt in dem Level schlägt. Weil ich den Level bisher immer mit dem Ritter gemacht habe. Deswegen mal schauen. Das Dorf Celadia. Auf Königin Eilindels Befehl wurdest du nach Celadia geschickt, um dem Händler Markus beizustehen. Dregatar haben seine Karawane geplündert, seine Schätze und sein Geschäftsbuch gestohlen. Eskortiere ihn durch das Dorf. Na, also ist es anscheinend doch eine Königin. Eilindel. Na gut. Unsere Ziele sind, begleite Markus, finde das Geschäftsbuch, finde den Schlüssel zum Stadttor, begleite Markus zum Stadttor und Markus muss überleben. So, schauen wir mal. Da sind wir also. Im Dorf Celadia. Gucken wir mal, wie wir diese Eskortmission hinkriegen. Normalerweise sind Eskortmissionen ja immer nicht so toll. Mal gucken. Da ist mein Dolch. Da ist die Zwergenarmbrust. Nehmen wir erstmal den Bogen, ganz klassisch. Kann ich da noch mehr? Ja, ich kann mehr Pfeile aufladen. Mit Rechtsklick. Na, mal schauen, ob uns das noch nützlich wird. Hier haben wir erstmal Gold, das ist schon mal schön. Ah, du bist also der Geleitschutz, um den ich gebeten habe. Sehr gut, ich bin Markus, der Händler. Die Banditen haben meinen Wagen geplündert. Daher brauche ich deine Hilfe, mein Kontenbuch zu finden. Außerdem werden wir durch das Stadttor müssen. Deshalb solltest du noch den entsprechenden Schlüssel suchen. Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit.
Ja, super. Ja, da fängt der erste Angriff schon an. Kannst du erst nachsehen, hallo, alles hallo? Ist? Ich warte hier so. Ja, nachsehen, ob alles sicher ist. Ich kämpfe gerade hier noch gegen einen Ork. Also irgendwie bin ich mit dem Bogen nicht so begeistert. Vor allem im Nahkampf ist der einfach nicht gut. Und der Dolch ist auch nicht so gut wie das Schwert von Krieger. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde für diese Mission nochmal den Krieger nehmen, denn der Krieger ist einfach im Dorf Celadia wesentlich besser zu gebrauchen, vor allem, weil wir halt noch nicht uns so viel Ausrüstung leisten können und auch nicht gute Ausrüstung haben. Ich werde die Jägerin später auf jeden Fall nochmal nehmen, in einem vernünftigeren Level, wo die mir auch mehr bringt und ich sie auch vernünftig nutzen kann. Jetzt nochmal den Ritter. Tut mir leid, dass ich das jetzt nochmal so im Nachhinein ändere, aber hey, Hauptsache ich komme gut durch. So, wir können auch sehen zwischen Schwert, Axt und Keule, beziehungsweise Hammer, also ja, Keulenwaffen halt. Und ich werde beim Schwert bleiben, nehme dann aber statt dem normalen Kurzschwert das Breitschwert. Als Schild können wir den Dornenschild nehmen. Ja, bei der Armbrust haben wir leider nur die leichte Armbrust zur Verfügung, nicht so wie die Jägerin die Zwergenarmbrust. Rüstung kostet auch 500, die können wir uns nicht leisten, aber wir können noch ein paar Bolzen mitnehmen. Heiltränke können wir uns jetzt nicht mehr leisten, aber damit sollten wir jetzt eigentlich schon ziemlich gut diesen Level schaffen können. Vor allem können wir uns im Nahkampf jetzt auch behaupten, was in dem Level hier, würde ich mal sagen, relativ wichtig ist. So, schauen wir mal. Ah, du bist also der Geleitschutz, um den ich gebeten habe. Sehr gut, ich bin Markus, der Händler. Die Banditen haben meinen Wagen geplündert, daher brauche ich deine Hilfe, mein Kontenbuch zu finden. Außerdem werden wir durch das Stadttor müssen. Deshalb solltest du noch den entsprechenden Schlüssel suchen. Beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit. So. Jetzt kann ich mich erstmal richtig um diesen Ork kümmern. Das ging nochmal viel schneller. Vor allem. Kannst du erst nachsehen, ob alles sicher ist? Ich warte hier so lange. Will ich wirklich da hoch? Ich glaube, ich gucke mich erstmal hier um die Ecke um. War ja klar, dass da Gegner sind. Aber ja. Da ist sogar ein Ork mit einem riesen Kriegshammer am Schmieden. Unglaublich. Ah, von den Dächern können uns auch irgendwelche Leute abschießen. Das ist nicht so schön. Kümmern wir uns erstmal hier um den Schmied. Und ein schlafender Goblin, natürlich. Erinnert mich so ein bisschen an den ersten Level. Hatten wir auch so einen schlafenden Goblin. So. Ja, du bist nicht am Schlafen. Ah, noch mehr Gold. Und ein... Was ist das denn? Ein Checkpoint. Ah, sehr schön, cool. Also gibt es doch Checkpoints im Spiel. Ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern, dass es da Checkpoints gab. Keine Ahnung. Ist auch schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Vielleicht gibt es doch Checkpoints. Wie auch immer, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zum Händler Markus. Denn wir wollen ja nicht, dass irgendwer ihn doch noch tötet, während wir hier abwesend sind. Ich meine, gut, das passiert sowieso nicht. Aber wir wollen ja die Mission noch ein bisschen voranbringen, ne? Hallo. Na? Hast du Lust, dich zu kloppen? Oh, das ist ja noch wer. Hast du gerade den Stuhl nach mir geworfen? Ja, genau. Spring auf den Kopf. Willst du einen auf Mario machen, was? Na, nix da. Das war's dann wohl. Ich kann mich unten gar nicht richtig umschauen. Ach, hier ist noch ein Fenster. Na gut. Dann bringt uns das nicht so wirklich was. Gold. Na, das ist ja schon. Ihr seht schon, wir können jetzt auch 150 Gold kriegen in dieser Mission. Also ich glaube, es wird immer in 50er Schritten weitergemacht. Dementsprechend, je weiter wir voranschreiten und desto mehr Gold wir natürlich aus der Mission mitnehmen, desto bessere Ausrüstung können wir uns leisten. Und es wächst halt relativ gut, was ich schon schön finde. Ah, da bist du ja schon. Ah, sehr gut. Seelenheims Wirtschaft hängt von diesem Buch ab. Ohne meinen nachlässigen und nutzlosen Bruder Loris hätte ich es niemals verloren. Nun hilf mir, auf die andere Seite des Dorfes zu gelangen. Ja, ja, ist klar. Immer ist der Bruder schuld, ja, natürlich. Ach, was wollt ihr denn hier, ne? Aber wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass ich das... dass ich hier das alles mit dem Bogen machen müsste. Ich glaube, das hätte ich nicht hinbekommen. Wobei ich hätte vielleicht mal die Zwergenarmbrust ausprobieren sollen. Wo ist Markus schon wieder hin? Rennt er jetzt einfach... Na, ich wollte schon sagen. Pass auf, vielleicht haben sie einen Hinterhalt vorbereitet. Bestimmt haben sie einen Hinterhalt vorbereitet.
Oh ja, klar. So, komm her. Aha. Ich bin auch so froh, dass wir endlich ein vernünftiges Schwert haben. Damit machen wir viel mehr Schaden und können die Gegner schneller erlegen. So. Ja, bevor ich dich jetzt mal... Also wenn ich wieder zu dem hingehe, dann triggere ich den und dann gehen wir los. Aber ich möchte mir vorher hier alles mal persönlich anschauen. Stirb! Erstmal alles von irgendwelchen Gegnern säubern. So. Ah, ich wusste doch, dass ich die Treppe kaputt machen kann. Juhu, noch mehr Gold. Gut versteckt, ne? Ja, also ich werde erstmal das ganze Dorf jetzt erkunden und so ein bisschen säubern und versuchen, das ganze Gold zu finden. Dann haben wir nämlich, ist auch viel entspannter, wenn wir dann den Händler Markus tatsächlich irgendwie begleiten müssen. Na, kann ich dich nicht wieder zumachen? Na gut. Na, ich kann mich daran erinnern, wenn man von der anderen Seite kommt, dann geht der Wagen runter. So, hier kommen wir wieder raus. Hm. Schauen wir uns mal das komische Tor da an. Was ist das? Ein Werwolf. Oh mein Gott. Aber er ist weggelaufen. Hm. Mal schauen, ob wir dem Gefährten hier noch begegnen werden. So, und jetzt müsste der Wagen runterkommen, oder? Nö. Na gut. Dann gehen wir einfach wieder dran vorbei. Ich meine, dass mich daran erinnern zu können, aber wenn das nicht passieren will, dann soll es halt nicht passieren. Da waren wir schon drin, da haben wir den Checkpoint gesetzt. Und da kommen noch ein paar Bombardiere. Ich glaube, ich sollte gleich meinen Trank trinken. Meine Lebensenergie hat ein bisschen gelitten. Na, du kannst... Oh, verdammt, der macht ja auch Schaden, selbst wenn ich blocke. Ah, nicht gut. Trinken wir erstmal ein Schlückchen da drauf. So, hier geht's noch. Oh, da war unser Freund schon wieder. Der Goblin ist auch ganz erstaunt. Ein gottverdammter Werwolf. Ah, das ist nicht so gut. Ah, und hier ist die andere Seite von dem Gitter. Und von der Seite können wir das auch aufmachen, um uns dann einen kürzeren Rückweg zu ermöglichen. Ja. Schauen wir mal, ob wir dem Werwolf folgen können. Na, natürlich nicht. Hier ist ein weiteres Gitter. Und es geht nur von der anderen Seite auf. Na toll. Das ist sehr praktisch, dass wir da unten links die Lebensenergie von Markus sehen können. Also falls ihm irgendwas passiert, dann kriegen wir das sofort mit. Was ziemlich praktisch ist. So, jetzt gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um. Hier kommen wir noch nicht rein. Da ist abgeschlossen. Da unten ist noch die... Oh, da ist ja Gold. Da müssen wir gleich nochmal runter. Ansonsten ist hier... Oh, wo kommst du denn her? Stirb! Sehr gut. So, einen weiteren Trank sollte ich nochmal trinken. War hier nicht gerade noch irgendwo eine Tür genau hier? Da wollen wir doch auch mal hochgehen. Wobei, ich glaube, bevor ich da hochgehe, hole ich mir erstmal das Gold unten aus der Kanalisation. Denn hier geht es ja so schön runter. Auch noch mehr Gold, cool. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Werwolf gleich kommt. Keine Sorge, Werwolf. Ich will hier nur den Händler Markus eskortieren. Mit dir will ich gar nichts tun. So, das Tor haben wir auch geöffnet. Jetzt kommt er uns wahrscheinlich gleich entgegen und oder fällt uns von hinten an. Hm. Werde ich richtig paranoid hier. Das ist nicht gut. So, hier könnten, es sieht jetzt natürlich so aus, als könnten wir da weitergehen, aber das funktioniert leider nicht. Ich glaube, man kann auf der anderen Seite der Map, da wo der Kanal auf der anderen Seite halt ist, die Map so ein kleines Stückchen verlassen. Allerdings kommt dann, soweit ich mich erinnere, ein Countdown und wenn man den zu weit ablaufen lässt, dann gilt der Level als verloren und man muss nochmal von vorne anfangen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das wollen wir nicht. Oh, habt ihr ihn gesehen? Da war er schon wieder. Checkpoint. Sehr gut. Dann haben wir schon mal 70 von 150 Gold sicher. Hier ist leider nichts mehr. Da geht's raus. Sehr gut. Dann haben wir jetzt die Stadt... Ach, das ist das Schild. Cool. Celadia. Ja. Dann haben wir das Dorf einmal komplett durchlaufen. Das Einzige, was uns jetzt hier noch fehlt, ist dieses Häuschen hier und alles, was dazugehört. Und wenn wir das erforscht haben, dann können wir wieder zum Händler Markus zurückgehen.
um das Level ein bisschen voranzutreiben. Ja, da geht es nämlich auf die Dächer hoch, deswegen habe ich erstmal die Kanalisation erkundet, damit wir hier den Rest in aller Ruhe machen können, ohne uns um das auf dem Boden kümmern zu müssen. Haha, ich habe gewonnen. So, was haben wir denn da hinten noch? Aha. Ja, das ist ein neuer Gegenstand. Das ist ein Edelstein und der zählt auch zu unserem Gold dazu. Und jetzt, wir haben jetzt gerade 80 Goldmünzen und wenn wir den eingesammelt haben, haben wir 130. Ja, das Ding ist ganze 50 Gold wert. Also sollte man danach besonders die Augen offen halten. Und dementsprechend brauchen wir noch 20 Gold, um 100% des Goldes in diesem Level gesammelt zu haben, was ich sehr gut finde. Und ich denke mal, die letzten 20 Gold sollten jetzt auch nicht mehr so schwer zu finden sein. Also die sind irgendwo hier in den Gebäuden versteckt, schätze ich mal. Oder irgendwelche Gegner haben sie bei sich. Das kann natürlich auch sein. Komm, stirb! Hallo? Stirbst du wohl? Na, du bist sehr hartnäckig, ne? Vielleicht kann ich dich das Dach runterschubsen. Na komm! Sehr gut. So, dann schauen wir uns mal hier drinnen um und gucken uns an, was die beiden bewacht haben. Leider kein Gold. Oh, da ist ein Ork. Vielleicht kann ich einen Kopfschuss landen. Sehr schön, aber es hat ihn leider nicht getötet. Genau, bleib genauso. Willst du nicht stehen bleiben? Kann ich dich besser erledigen? Dann machen wir es halt im Nahkampf. Die Hälfte der Lebensenergie hast du ja schon verloren. Na, kommst du hoch? Wir lassen ihm mal die Chance hochzukommen. Da liegt ein Schlüssel. Den können wir jetzt aber noch nicht gebrauchen. Na komm. Sehr gut. So, hier haben wir noch ein bisschen Gold. Ein Goldtopf fehlt noch. Den werden wir auch noch auffinden. Aber hier kommen wir jetzt wieder aus der Tür raus, die wir gerade gesehen haben, wo wir von außen nicht reinkamen. Das heißt, da hat sich der Kreis auch wieder geschlossen. Also ihr seht, der Level ist jetzt nicht so groß. Ist halt erst der dritte Level. Die späteren, ja, werden ein bisschen größer. Ja, auf jeden Fall werden sie auch ein bisschen komplexer und länger dauern, weil beispielsweise der zweite Level hat ja überhaupt nicht lang gedauert. Das war ein 13-Minuten-Video. Und ja, es ist keine lange Folge. Hey, hallo? Hört ihr wohl auf, Fässer zu werfen? Komm schon. Du hast den letzten Gold. Oh, ja gut, dann muss ich gleich nochmal auf das Dach hoch. Ja, du musst nicht sterben, komm. Geh. Schau dich weiter nach dem Schlüssel um. Ja, den habe ich schon gesehen. Der liegt da drinnen auf dem Tisch. Verdammt, die Tür ist verschlossen. Finde einen anderen Weg hinein. Ich werde hier auf dich warten. Ja, ja. Wir machen das schon. Wir müssen ja eh nochmal da hoch, um das Gold zu holen. Wir haben diesen Weg ja schon einmal, oder sind diesen Weg ja schon einmal gegangen. Und jetzt können wir einfach durchmarschieren, ohne uns um Gegner Sorgen zu machen, was auch ganz angenehm ist. So, da drüben sollte der Goldtopf hängen. Ja, das ist, der ist ja auch grandios gestorben. Hier falle ich doch jetzt runter und nehme extrem viel Schaden. Na super. Na gut, aber Hauptsache, wir haben das Gold. Ich habe ja noch zwei Heiltränke. Die trinke ich jetzt einmal weg. Und dann sollte sich das auch erledigt haben. So, dann können wir jetzt hier in aller Ruhe hochgehen und den Schlüssel besorgen. Leider konnten wir den beim ersten Mal nicht mitnehmen. Also ich habe es versucht, aber ihr habt ja selber gesehen, der war auch nicht irgendwie markiert oder so. Den konnten wir nicht nehmen. Aber wenn wir jetzt hier 150 Gold sammeln... Oh nein, da können wir uns leider immer noch keine Rüstung leisten. Weil dann haben wir hier 450 Gold. Außer natürlich, wir kriegen wieder eine Bonuszahlung, weil wir dem Händler Markus geholfen haben. Dann können wir uns eine Rüstung leisten. Aber dann ist natürlich auch die Frage, ob wir uns dann ein vernünftiges Schwert leisten können. Hä? War hier der Schlüssel nicht? Ach so, kommst du rein und nimmst den Schlüssel. Na gut, das können wir auch machen. Dann nimm ihn dir. Der Schlüssel. Hervorragend. So. Gehen wir wieder zurück. Und jetzt kommt bestimmt wieder irgendwo ein Hinterhalt, oder? Hilfe! War ja klar. Na komm, stirb. Na, das war einfach. Habt ihr nichts Besseres? Kannst du den Weg ausspähen? Ich bleibe so lange hier. Naja, es ist ja nicht mehr weit. Was soll schon passieren? Oh mein Gott, ein Werwolf! Naja. Den Freund haben wir gerade eben schon gesehen. Aber
Mit unserem Breitschwert ist ja jetzt nicht so das große Problem. Gott sei Dank. Ich bin wirklich froh, dass ich das nicht mit dem Bogen machen musste. Vor allem ohne Rüstung. Gute Arbeit. Aber die Waren, die sie mir gestohlen haben, fehlen noch immer. Es könnte sein, dass sie in dem verlassenen Tempel hier ganz in der Nähe versteckt sind. Ich brauche deine Hilfe, um diese Dregatar ein für alle Mal loszuwerden. Ich werde das Tor für dich öffnen. Ja, und damit wäre die Mission schon wieder geschafft. Irgendwie hatte ich die alle länger in Erinnerung. Aber naja, wie gesagt, die Missionen werden auch länger. Also keine Sorge, die Videos werden länger. Ihr werdet mehr von mir sehen, falls ihr das überhaupt wollt. Wie auch immer. Es wurden 150 von 150 Goldstücken gefunden. Und für das Beschützen des Händlers Markus wirst du von Eilindel belohnt. 150 Goldstücke als Belohnung erhalten. Sehr gut. Es wurde eine neue Mission freigeschaltet. Verlassener Tempel. Coole Sache. Ja, leider keine Zwischensequenz mehr. Aber damit haben wir das Dorf Celadia auch schon wieder abgeschlossen. Und damit ja, den dritten Level fertig gemacht. Der nächste ist der verlassene Tempel, wo wir dann versuchen, die Waren, die dem Händler Markus gestohlen wurden, wieder aufzutreiben. Und ob uns das gelingen wird, das schauen wir mal in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!